Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Okay. Ich muss aber, glaube ich, nochmal kurz meinen Plan überdenken. Obwohl der Hammer viele Leute treffen kann. Ich lasse das Team so. Ja. Ich lasse es so. Wir müssen sie aufhalten. Wir sind die Retter der Menschheit. Okay, gebt ihr noch mehr? Oder so. Oh, verfickte Scheiße! Au! Oh, Scheiße! Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen! Ist doof. Oh, Scheiße. Wir müssen weg hier! Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch! Ich spüre Chaos im Anmarsch. Euer Tod wird Shub-Niggurath ergötzen. Zeig keine Schwäche. Au. Ja, aber das ist doof jetzt. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Okay, warte, ich muss den Angriff richtig überspringen. Sorry wegen des Zugs. Mach sie fertig, Saftsack. Im Grunde muss ich die nach hinten treiben, ne? Warte mal, hier, dann kann ich mich beide treffen. Oh. So. Von der Arsch. So. Neger, seine Laseraugen haben dich voll zerfickt. Okay, hierhin, zack. Wie, ich hab den nicht getroffen, deine Mutter. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. So. Okay, das bringt absolut gar nichts, also machen wir das hier. Und mit etwas Glück kriege ich ihn Kiter noch raus. Naja, das wohl vieler wiegt schwerer als das eines Hamsters. Ja, oder auch nicht. Ja, oder auch doch. Nee, kriege ich nicht. Aua. Du schaffst das! Doch, schaffe ich. Schaffe ich. Ja, und nun? Was soll ich jetzt tun? Ich kann ja... Ich gehe mal weg hier. Ich bin drin. So, okay. Ich bin auch weg. Tschüss. So. Ja, was mach ich denn jetzt? Ja, verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Ekelhafte Scheiß-Sau. Okay. Jetzt, macht euch Freund. Auf Schmerz gefasst. Jetzt. Reden wir dieselbe Sprache. Sprechen, wie auch immer. Oh. Wow, jetzt sind nicht nur ihre Frisuren im Arsch. Okay. Ich glaube, das soll ich kaputt machen. Sehr geil, Wunderarsch. Das geht gar nicht kaputt. Ah, doch. Okay. Gut. Hört den Zorn von Humankind! Ja. Okay, Humankind, warte mal. Nee, warte. Humankind gibt ihm ein Schild. Dankeschön. Danke. Hat er nicht so eine Attacke auch zum Zurückschleudern? Ich hoffe es. Ich hoffe es doch sehr. Nee, warte. Das geht nicht. Du bist nicht dran. Tötet die Ketzer! Okay. Ach, fuck, ey. Ich hab nichts, um ihn zurückzuschlagen. Das ist natürlich doof. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Ich glaube auch. Das war eine angemessene Menge Chaos. Hm. Los, Wunderarsch.
Aber direkt angreifen kann ich das Ding nicht, ne? Das ist jetzt doof. So. Das ist mein Wunderarsch. Das ist doof. Das kann falsch. Aua, da kriegt einer auf jeden Fall was ab. Ich habe nichts zum Zurückschleudern, das ist jetzt doof. Das ist jetzt sehr doof. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Kinderspiel. Wie soll ich denn... So kann ich ja kein weißes Fleisch verfüttern. Kinder. Geht nicht. Es ist soweit. Was heißt denn das? Er geht in die Mitte, ne? Ah, das ist scheiße, warte mal. So. Keine Gnade. Au! So. Oh, bleib mal da stehen. Leg dich mit unsterblichen Viertklässlern an. Oh ja. Merkt ihr das? Für Chaos! Das gibt ein ordentliches Chaos. Okay, er ist der Einzige. Er ist echt der Einzige, der irgendwas tun kann. Echt gut gemacht. Ist natürlich doof, dass er jetzt da rauskommt. Alles okay, Mysterion? Okay, Mysterion muss dran sein eigentlich. Scheiße. Hey, ja. Das mit dem Ausweichen machst du ja echt super. Das ist doof, danke. Ey. Zum Wetter. Aus dem Westen nährt sich der Zorn des Kalt. Wer zuerst wegschaut, verloren. Das ist blöd. So macht das nämlich alles kein Damage. Wenn ich nicht will ich's werden. Warte mal, ich komme hier nicht hin. Scheiße, aber ich könnte hier... Nee, kann ich nicht. Kacke. Ich könnte jetzt stehen bleiben. Oh, mächtige Schubnigorath, Übermutter mit den tausend Jungen. Wir gut. werden das Problem schon irgendwie lösen. Hau sie weg, Neuer! Stellt mich natürlich vor einige Probleme jetzt. Ah, ist egal, der ist eh down. Okay. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Der muss nur da stehen bleiben, dann ist alles cool. Er darf dann nur nicht weg. Dann schaffe ich es wenigstens einmal. Ha! Weißes Fleisch, ja, ja. Jetzt kommt, glaube ich, wieder die Mega-Attacke. Das heißt, Rückzug, Boys! Auf den Boden. Oh, Scheiße. Nein, ihr werdet der Ziege mit den tausend Jungen nichts antun. Nö, nö. Ich beschütze dich, meine Königin. Jetzt kommt er selbst, alles klar. Die letzte Dröhnung, jetzt geht's los. Okay. Ihr werdet gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Nee, nee, noch nicht. So, warte. Da steht auch überall immer einer, das ist hier doof, ne? Okay, wir machen das hier. Angriff aus dem Hinterhalt. Zack, zack und ciao. Wir sollten uns zusammentun. Mysterion arbeitet allein. Aber wir arbeiten doch jetzt schon irgendwie zusammen. Mysterion arbeitet allein. Na gut, okay. Na gut, okay. So. Ist Chaos nicht großartig, Leute? Genau, geh mal schön weiter rein. Das finde ich eine geile Sache. Obwohl wir eigentlich hier raus müssten, aber okay. Ich hab... Oh Gott. Oh Gott, hau. Hau doch jetzt. Alter, bist du dumm? Warum macht er nichts jetzt? Oh, ich komme eh nicht raus. Deine also. Flammen schüren nur meinen Glauben. So, Schild. Hier, Kumpel. Vielleicht überlebt er das ja. Ich bezweifle es sehr. Ja gut, er steht eh schon drin, von daher. Ich bete die Schmerzen weg. Aber jetzt kriegt er drei. Sie, wie auch immer. Ach du Scheiße. Holy fuck. Aber du hast drei, komm. Obwohl, hat es eigentlich sechs Weiße gegessen. Ach so, das geht nur jetzt. Das ist natürlich doof. Ach du Scheiße, jetzt ist er tot. Oder? Du siehst mitgenommen aus. Nee, er hat sein Schild. Sehr gut, er hat das Schild. Er hat das Schild. So, pass auf. Wir beleben. Wen beleben wir denn jetzt wieder? Erstmal ihn hier. Du brauchst es dringender. Oh, fuck, ey.
Das ist gar nicht mal so einfach, die da reinzukriegen. Ja, ein Schild. Cool. Er wird sich aber trotzdem mal eben heilen. So. Das ist echt heftig, ne? Warte. Nee, warte. Überspring mal kurz deinen Zug, ne? Sorry, macht der nichts. Aussetzen! Scheiße! Knie nieder, Fursch! Gehorche deinem dunklen Meister! Okay, jetzt kommt er. Oh Gott! Du hast irgendwie Gebrauchsspuren! Hier kommt Mysterion! Scheiße! Ach komm schon, ich komm da nicht hinter. Fuck, ey! Alter, das ist ja ein schwieriger Kampf. Dein Schrecken hat erst begonnen! Auch voll die falschen Leute eigentlich dazu genutzt, ne? Aber gut, hätte ich das gewusst. Weil er kann es halt leider auch nicht. Er kann niemanden nach hinten schlagen. Was halt ziemlich doof ist, irgendwie. Ich mag, wie du Chaos stiftest. Und jetzt kann Mysterion das auch nicht mehr. Jetzt habe ich echt ein Problem. Ja, jetzt habe ich echt ein Problem. So, der ist eh down. Wir sollten vorsichtiger mit Riesenschlucken umgehen. Ach du Scheiße. Jetzt kann ich ihn nicht mehr wiederbeleben. Das ist natürlich kacke jetzt. Das ist kacke. Auf den Boden! Ach, ich muss hier unbedingt draußen, sonst bin ich tot. Ihr werdet gleich von einer Ziege in den Arsch gefickt. Ja. Okay, tschüss. Oh, warte, ich hab das auch. Was macht das denn? Ah, wieder Auferstehung. Okay, cool. Hebe ich mir noch auf. So, weg. Ich komme nicht raus. Oh, scheiße. Okay. Ich bin so doof. Das muss wehgetan haben. Ich bin echt doof. Welch exquisite Höllenpein. Ich glaube, der ist jetzt gleich tot. Wir können aber, glaube ich, alle nichts machen, was sehr gut ist. Okay, Mysterion. Machen wir einfach den hier. So. Komm schon, okay, du gehst raus. Beendest deinen Zug. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Macht alle euren scheiß Dreckszug. Bald werden wir alle in ewiger Kälte gefangen ja, sein. Ja, du kannst eh nichts machen. So. Mysterion beendet seinen Zug, damit er hier rauskommt. Huh. Und, das war's. Ab jetzt können wir wieder loslegen. Die Wiederauferstehung, die mache ich gleich aber erst, weil die bringt mir sonst nichts. Ja, na gut. Zack. Ich werde nicht wanken, oh mächtige Schub-Nigorat! So. Ja, das ist doof, dass das hier nicht zählt. Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos. Finde ich ein bisschen blöd, ne? So, die kommen auch nicht raus. Zack, tot. Läuft. Jetzt muss ich aber den Dr. Chaos wiederbeleben, weil sonst habe ich ein Problem. Ja, jetzt kommen einfach drei Stück davon, na klar. Okay. Ach guck mal, er ist auch wieder da. Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Wollte ich gerade vorschlagen. Alter, der Kampf ist echt nicht so leicht. Heute ist mit leichten Brisen und verstärktem Lasereinschlag zu rechnen. So. Jetzt brauchen wir eine gute Heilung. Okay. Ein frischer Wind. Das bringt leider nichts. Hey Leute, zieht den Mond und die Sonne schon mal ohne mich runter. Okay, Mysterion. Okay, hier heilt er dann gleich. Oh, er heilt gleichzeitig auch noch seine Leute. Das ist natürlich cool. Oh, Hallöchen. Nein, nein, bitte nicht, nein. Ach, Mysterion, was tust du nur? Es war das Paradies.
So. Danke. Okay. Ist halt doof, ich darf sie nicht alle töten. Ich muss die irgendwie da auch reinkriegen, ne? Aber es ist echt nicht leicht. Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Ist echt nicht so leicht. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt... Na, wobei, vielleicht macht der jetzt schon wieder die große Attacke. Ne, immer noch die kleine, okay. Okay. Zack. Ein Vorgeschmack auf die Macht der schwarzen Ziege. Zack. Kacke. Komm, lass mich an ihm vorbeikommen. Hier kommt dein Tod. Das gibt's nicht. Ach, fuck, ey. Scheiße. Okay. Macht der hier... Belebt er halt Chaos wieder. Habe ich mir zum Glück noch ein paar von gekauft. So. Chaos wird ewig! So, okay. Los so, geht's, Leute! Gehen wir hier hin und dann gibt es Heilung. Ha. Oh wow, das war nötig. Ach stimmt, ich habe ja auch noch dieses andere, was viel Heilung macht, ne? Richtig. Es könnte potenziell alle töten. Das haben sie verdient. So. Das Böse fürchtet die Kite-Laser. So, dann heilen wir ihn noch. Wohl bekommst. Danke sehr. So, deine Runde setzen wir mal eben aus. Du bist nicht dran. So, dann sind die beiden nämlich dran. Okay, die Kraft ist bereit. So. Unterwirf dich der schwarzen Ziege! Ne. Das Blöde ist, er hat jetzt natürlich einige Runden Zeit, da wieder rauszukommen. Los! So, geh mal da rein. Ich muss mich da auch schnell vorstellen. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos! Er ist tot! Ach, leck mich am Arsch, er ist tot. Och, nö. Ist er noch nicht tot, oder? Nee. Alter Schwede. Okay, der Kampf ist im Grunde nur schwierig, weil ich keinen habe, der zurückwerfen kann. Was ziemlich kacke ist, weil ich das vorher nicht wusste. So ein Scheiß, ey. Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren. Pew, pew. Mögen die Winde des Chaos für dich blasen. Was willst du mir blasen, Chaos? So, zack, das ist kein gutes Zeichen. Aber er hat wieder ein Weißen gegessen. Wieder Damage. Aha. Okay. Jetzt kommt wieder die Super-Attacke. Auf den Boden! Aber gar kein Stress, gar kein Stress, gar kein Stress. Pass auf. Machen wir das hier. Töten jetzt alle. Nee, alle töten wir natürlich nicht. Kommen mit so Ultra-Attacken? Da halte ich mich raus. Ja, das ist besser. Okay. So. Ihr positioniert euch anders, alles klar, ist kein Problem. Achso, ich bin dran. Ja, ich muss hier natürlich irgendwie raus, ne, deswegen. Hauen wir die schnell weg. Damit wir nächste Runde hier rauskommen. Kite Power! So, Kite ist draußen, läuft. Mysterion ist draußen, läuft. Er macht irgendwas, ich bin auch draußen. Ich mach ihn jetzt kaputt. Ah, oder auch noch nicht. Schade. Es liegt was in der Luft, der Human Kite! Ja, kann nichts machen. Ist doof. Kann auch nichts machen. Ist doof. So, er ist tot. Ja, okay. Human Kite, stand bereit! Obwohl, er könnte ein Burrito essen. Nimm das! Kann sich ja mal voll heilen. Okay. Mysterion macht nichts. Weil ich wüsste auch nicht was. Und er ist voll. Deswegen, ja. So. Kommen wieder die blöden Kackdinger. Na komm, er spuckt es aber auch immer wieder aus. Das ist nett. Das ist sehr nett. Das, was richtig, richtig kacke ist, ja,
ist halt einfach, ich krieg da keinen rein. Das ist richtig scheiße. Ja, was soll er denn machen? Wie ist den Lakaien? Okay, kann er nicht, das heißt, er geht weg. Hä? So. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Scheiß super nicht fertig, ey. Achtung, alles Gute kommt von oben. Ja, das ist echt doof. So wird der Kampf noch ein bisschen dauern. Und nun flieg, flieg! Oh, kannst du ja gar nicht. So, zack. Hat Professor Chaos euch gefehlt? Da wäre jetzt die Tupperdose natürlich ziemlich gut, weil die könnte mir durchaus helfen. Hier, kommt, das Chaos! Ich habe mir irgendwas gemacht. Ey, was war denn das? Wo ist das? Ach, das war das mit 300, ne? Ha. Dieser Maiskolben oder was das ist. Ah, das fühlt sich gut an. Tja, eigentlich müsste er hier hin. Na gut. Gut, dann war's das. So, ich darf den auch nicht zu viel Schaden machen, das ist das Problem. Und ich brauche halt meine Super, ne? Ohne die ist doof. So. Du trägst jetzt das Zeichen der schwarzen Ziegel. Eigentlich könnte ich auch das einfach in... Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Genau, so sieht's aus. Ich heile ihn mal. Mach ich halt immer nur ein bisschen Damage, aber immerhin. Oh ja, jetzt geht's mir besser. Ah nee, ich hab mir jetzt da was... Ich stell ihn mal einfach da rein. Der ist cool. Macht er nichts. Ich stell ihn mal da rein. So, zack. So. Das bringt eigentlich auch nichts. Scheiße. Weil wenn er jetzt dran ist, kann ich ihn halt, ja. Ist doof. Danke. Okay. Ja, nee. Macht nichts. Das ist kein gutes Zeichen. Und jetzt kriegt er wieder ein bisschen Damage. Man muss sich halt auch selbst aufopfern. Auf den Boden! So, ach komm schon. Bringt eure Ärsche in Sicherheit. So ein Rotzdreckkack hier. Der Wind der Gerechtigkeit. Ich muss hier raus. Pew, pew. Au. Da solltest du Salbe drauf tupfen. Ich muss hier unbedingt raus. So, du gehst erstmal hier hin. Nee, du kannst ja hier hingehen. Ist doch kein Problem. Na, wobei, nee, das bringt ja nichts richtig. Ah, aber das hier. Zack. Oh, Alter, der Kampf dauert mega lange. Und auch nur, weil ich keinen habe, der die da reinschleudern kann. Das ist echt nervig. Also gut, ich habe halt nur einen, der da was tun kann. Aber das, ja, bringt mir auch nicht viel, ne? Okay. Knie nieder vor Schuppen-Nigorat. Ich könnte ihn auch einfach darin stehen lassen, theoretisch. Theoretisch, ja. Humankind ist startbereit. Okay, Humankind, ja gut, ich krieg ihn eh nicht mal raus, bevor es losgeht, also. Zack. Kleiner Rückschlag. Ja, Mysterion wäre jetzt blöd. Also beendet er seine Runde. Und ihn hole ich noch raus und dann los geht's. So. Da hat er mir Chaos wieder gegeben. Sehr gut. Es kommen wieder ein paar Latten, ey. Das Luft. Okay, Mysterion ist dran. Was könnte ich tun? Nichts. Ich könnte mich nur hinstellen und versuchen, in der nächsten Runde an ihm vorbeizukommen. Wir sollten vorsichtiger mit Riesenschlunden umgehen. So, schon wieder. Weil eigentlich sind das fast nur meine, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Ach stimmt, jetzt geht ja wieder das ab. Oh Gott. Auf den Boden! Ah, Gott, 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 Gott. Weg da, sonst war's das! Ja, wir müssen unbedingt weg.
Wir müssen hier unbedingt raus. So. Okay. Ich warte auf Befehle aus der Finsternis. So. Okay, schlägt mich zurück. Kein Problem. Merke ich mir. Okay, du bist dran. Zack, bist fertig. Oh, Kacke, er kann nicht. Er kann aber das hier machen. So, dann steht er schon mindestens wieder da. Ne. Einer muss überleben. Sorry wegen des Zugs. Gut, jetzt ist halt er dran, dass. Ne, er macht es trotzdem gegen ihn, okay? Krass. Hätte ich Schnitt gedacht. Oh, jetzt nehmen sie ihn aber hart durch die Mangel, ey. Scheiße. Okay, seine Ulti ist bereit. Er kommt raus. Machen wir den hier. Und wir machen sie jetzt einfach. Krass, Mysterion, du bist echt cool. Ich weiß. Ich weiß. So. Mit etwas Glück kriege ich Mysterion dann auch noch hier raus. Mein Leid wird bald enden. Okay, George. Okay, zack. Ich habe auch nicht mehr so viele von den Dingern, ey. Not good. Danke, ich hatte schon Angst, ich krieg Hausarrest, wenn ich zu lang K.O. bin. So. Komm schon. Ich schaff das schon. Ja, halt die Schnauze, mach. So, nimm Heilung. Sehr gut, ich muss Mysterion versuchen, da rauszukriegen. Das ist mein absolutes Oberziel. Und er ist draußen, nice. So, zack, hier. Du bist eingefroren. Hey! Es hieß, ich würde keinen Schmerz spüren! Von wegen! So, nice. Ja, gut, ich mach nix. 9999 Damage, ey. Das ist ja verrückt. So, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall auch wieder im Stissel. Und damit möchte ich natürlich wieder gegen die hier klarkommen. Gleich herrscht Chaos! So, warte. Ja, jetzt hole ich ihn erstmal zurück. Obwohl er mir eigentlich auch nichts hier bringt, ne? Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir sollten uns jetzt beeilen. Ja, ja, ich bin ja dabei. Kalt! So. Das tat gut. Ich habe einfach nichts, was mir hier was bringt. Das ist doch echt scheiße. Verwirrt. Naja, verwirre ihn mal. Oh, wo bin ich hier reingeraten? Ich bin ja eher spirituell als religiös. Hm. So ist das. So. Ah, verdammt. Ich kriege da einfach keinen wirklich rein. Das ist echt ärgerlich. Au, ouch. Okay. Ergib dich dem großen Alten. Lol, der kämpft auf meiner Seite, der Lutscher. Nice. Ich glaube, irgendeine spezielle, mega krasse Attacke muss ich jetzt machen. Irgendwas Cooles, komm schon. Jetzt bin ich wohl dran. Ja, kann sein. Aber du kannst leider nichts machen. Blöd. Ja, dann mach das hier. Wow. Bereit zum Abflug. Obwohl, ich könnte eigentlich einfach ein paar Leute da reinstellen. Und hoffen, dass ich das überlebe. Bitte sehr, Verbrennung im dritten Grades. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. So, pass auf, zack. Ja. Dann wiederbeleben. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber was willst du machen? Kann man leider auch nicht überspringen, ne? Voll doof. Wir sehen aber ganz oft Titten, ist auch schön. Das lasse ich jetzt so durchgehen, was Alter, ich jetzt abbreche. Ah!
ist die Runde von Shub in Nigorat. Der ist uns tot. Er isst ihn. Er ist trotzdem tot. So. Du bist nicht dran! Oh Gott, der ist vielleicht tot. Zurück mit dir, woher du gekommen bist! So, jetzt ist er noch dran. Kein Thema. Okay. Ne, ihn will ich nicht töten, um Gottes Willen, ey. Das wäre fatal. Ihr seid verloren! Ja. Keine Ahnung. Zeit für die Laser! Er macht nix. Ja, gib ihm ein Schild. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Was soll's. So. Jetzt bist du dran, pass auf. Jetzt mal was. Oh ja, beide. Danach ist nämlich Shub Nigorat dran. Oh, nein! Es gibt Rache. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Ach, das ist doch scheiße. Ach, Mann, ey. Dieser Ort ist nichts für Ketzer. Ach, Mann, ey. Okay, wir machen es jetzt ganz anders. Ich stelle jetzt einfach drei von meinen Leuten da rein. Dann kriegt das Ding 3000 Schaden. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich so weit komme. Bis Shub Nigorat wieder dran ist. Nee, leider nicht. So. Ja, du machst nix. Jetzt kommen neue. Ist ja doof. Ja, die müssen sich jetzt opfern. Ich mach nur zwei. Drei wird zu viel, glaube ich. Füge dich und dein Ende wird gnädig. So. Pause. Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache. Reinstellen, zack. Und tot. So. Oh. Scheiße, da war noch ein Dritter. Und ich hab gewonnen. Mein Plan ging auf. Nach 3 Stunden. Oder so. Los, weiter. Weiter. Irgendwie teilweise auch lange Leerlaufzeiten, wo nichts passiert. Irgendwas ist da nicht richtig. Ich hab gewonnen. Meine Fresse, das Necronomicon. Nur 90, ist aber schwach. Unmenschliche DNA. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen. Und neben. Oh, das ist natürlich nice. Nice. Ja, die 20 Polizisten habe ich hier locker geschafft. Huhn, Freunde! Wir haben es geschafft! Wir haben Scrambles! Oh, ja! Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt! Danke! Endlich ist man in diesem Dreckskaff wieder sicher! Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute. Wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking Kuhn and Friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben es geschafft. Das war richtig geil. $100 Belohnung. Wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was? Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser, wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's neu. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Superarsch, sondern die. Okay, Neuer. Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein. Oh. Das ist jetzt doof. Na gut, Kuhn und Friends besiegen. Gar kein Thema. Ich mach sie fertig. Na dann. Haha, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Wenn sogar der Kuhn kaum hinterherkommt, dann bist du wirklich schnell. So. Schnappt ihn euch! Schnappt ihn euch!
Er kann alle angreifen. Ist das schlimm? Ah, nee, eigentlich nicht. Ich lasse ihn mal gewähren. Hast du deine Mom mit diesem Rüssel? Ist ja doof, dass jetzt alle von denen erstmal dran sind, ne? Aber machst du nix? Das könnte brennen. So. Stirb, stirb endlich! Oh, ich kann ja gleich schon meine Attacke machen. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Coon and Friend. Als Freedom Pearl wärst du mir vielleicht doch lieber. Warte mal. Warte mal. Ich kann das Maximum leider nicht raus und ich kann nicht alle treffen. Aber hier immerhin zwei. So. Zack. Cartman ist kein Filmspieler. Lass Callgirl mal ran. Okay, Callgirl, du bist dran. So. Und einer kommt noch. Zack. Ist der Rotaugenfilter nicht an? Nice. Ach so, das ist nur Blut. Los, mach die Drecksau fertig. Gut, jetzt kann er natürlich einige nette Sachen machen. Ich bin unzerklatschbar. Chaos, kommt euch holen. Macht nichts. Macht überhaupt nichts. Schönes Chaos, Professor. Mist, danke, Callgirl. Okay, das muss ich verhindern. Das muss ich leider verhindern. Das gibt Rache. Das Doofe ist, er ist ja immer noch dran. Aber er ist dann nicht tot. Das ist schon mal nicht so schlecht. Der Coon kann nichts machen. Nice. Ich hab ein gutes Gefühl. Doch, kann er wohl. Er kann sich ja nur nicht so weit bewegen. Lass noch Blut für uns krankheitserregende Insekten übrig. Alter, mach mal halblang. Okay. Boah, alle. Okay. Ihr seid tot. Cyborg Power. Oh Mann, jetzt sind wir total im Arsch! So. Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Oh Mann, war das abgefahren. Das hat sich falsch an. Cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. So. Erstmal kotzen. Okay, ich bin dran. Alles klar. Oder gegen den Coon. Das wäre besser. Oh, der Kick macht natürlich sehr viel. Oder heilen. Ne, wir machen Angriff. So. Uncool. Okay. Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Jetzt kommt Mosquito. Komm ich da hinten eigentlich hin? Der hat voll die krasse Bewegungsreichweite, ey. Es ist los. So. Das war's. Raus aus meinem Kopf, Dr. Timothy. Ich bin bei dir, Wunderarsch. Gleich riecht's hier verbrannt. Und der Coon ist besiegt. Damit haben wir's geschafft. Anscheinend können... Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen. Wunderarsch, zeigen wir's ihm. Oh nein. Ich bin so sauer auf dich, Furzloch. Jetzt kommen die Nächsten. Die sind alle auch nicht geheilt, ne? Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Mhm. Darf ich dran sein, bitte? Heilen und so? Besiege Dr. Timothy. Du hast eine Menge Gehirne gekriegt, Dr. Okay. Timothy. Jetzt boost du. Ah, ich bin dran. Das ist natürlich nice. Dann mach ich erstmal das hier. Augen heilen. In der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Erstmal heilen. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. So. Hallo. Sehr nice. Hashtag ich darf. So, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das bringt nichts. Nehmen wir mal das hier. Da. Call Girl ist kein Passwort zu komplex. Dr. Timothy. Callgirl lässt ganz schön krachen. Oh, damit ist die Verteidigung Alter. Verringert. Wer ist Butters? Ich bin Professor Chaos. Okay. Jetzt gibt's maximales Chaos. So. Muss halt versuchen, ihn zu treffen mit allen Mitteln, ne? Ich lasse dich aus den Augen, Professor. Geht nicht anders. Wow. Ein ganzes Feld ist durch nice. Das ist schon heftig. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. So treffe ich ihn natürlich nicht, so würde ich die treffen, aber das ist ja doof. Ich möchte ihn treffen. Deswegen. Wunderarsch gibt ihn Saures. Zack. Gut, weit kommt er immer nicht, ne?
Okay, ich glaube, mit denen, da brauche ich es nicht probieren, da mache ich dann lieber hier irgendwas. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. So, nee, warte mal, das hier? Wobei, gegen ihn ist das gut. Sehr befriedigend. Das ist immer gut. Das ist eine krasse Attacke. Schon immer cool. Ich bin dran. Und Captain Diabetes. Ja. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Das war aber heftig. Okay, los geht's. So sieht's aus, Pyjama Pals. So. Sag mal, hast du zugenommen? Jetzt sind die natürlich erstmal eine ganze Weile dran. Wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen. Nee, ich kann ihn nicht treffen. Scheiße. Okay, warte, wir machen das anders. Okay, wir machen es anders. Wir geben ihm einfach ein Schild. Ich mach das! So. Jetzt ist Timothy dran. Timmy! Und Gehirnkontrolle ist natürlich scheiße. Ich gehe mal ins andere Team, okay? Okay. Jetzt wird der Kuhn. Jetzt ist der Kuhn dran. So. Ja! Nicht schlecht, mein Teilzeitverbündeter. Alle bereit für einen Flashmob? Ich bin's. Nö. Ich mach nix. Ich weiß nämlich nicht, ob mir das schadet dann. Hier komm ich, Leute, macht Platz. Alter, der hat auch voll viel Leben. Ich hab noch mehr Chaos auf Lager. Der ist ja ekelhaft. Jetzt ist er da oben, ich raste aus. Scheiße. Schlag sie für den Kuhn. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Na gut. Dann halt so. Ernsthaft? Warum können wir nicht alle wieder Freunde sein? Dann halt so. Diabetes Time. Oh ja. Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Okay. Okay, muss ich machen. Um Damage zu machen. Es geht nur um Damage. Und da ist er schon wieder. Sehr gut. Okay, jetzt wird er sich wieder woanders hin porten. Ah ja. Verlangsamt, okay. Ich werde zur Action. Und dann ist er nämlich auch down. Wirklich? Fantastisch. Ich denke mal, jetzt werden die nächsten kommen, ne? Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz! Es kommen immer die Nächsten. Bringen wir es hinter uns. Okay. Erstmal heilen. Bob! Was kribbelt in der Gesundheitsbalkengegend? Nicht mal die Hälfte, ey. Laut Wetterbericht hagelt Schläge! So viel hat er nicht mehr. Cool! Troll im eigenen Saft geschmort. So viel hat er nicht mehr. Das heißt gleich the down. Timmy! Nö, nö. Ich möchte wieder dran sein. Sorry wegen des Zugs. Das war echt super, Leute. Nice. Gleich kriegt ihr Tollwut. Wir haben gewonnen. Ein bisschen Erfahrung gekriegt. Artefakte gesammelt. Alles. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen! Mann, Mysterion ist echt sauer auf dich! Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht! Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten! Freedom Pals und Kuhn-Freunde! Was? Timmy! Ruhig, Doc, du hast ganz schön eingesteckt! Wow, das ist euer Stützpunkt! Wirklich der Wahnsinn! Hier ist es ja richtig cool! Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen, aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott. Er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist... unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Timmy. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt.
Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja, ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals? Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals. Finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung für Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen. Freedom Pals. Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute. Auf geht's. Ich habe so das Gefühl, Cartman ist nicht ganz davon überzeugt. Möglicherweise zumindest. Aber wieder haben wir Heldentaten verbracht und andere Dinge, unbeschreibliche Dinge. Und wir stehen auf. Und wir gehen erstmal in unsere Box. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war eine etwas längere Aufnahme-Session. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.